Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich euch heute meine ganzen aufgebrauchten Produkte wieder mal zeigen. Das wird auch Zeit, denn ich kriege die Schachtel kaum noch zu. Und diesmal habe ich mir hier alles aufgeschrieben und notiert, damit ich euch auch besser Feedback zu den Produkten geben kann. Doch bevor wir starten, möchte ich natürlich eine Person grüßen. Und diesmal gehen die Grüße raus an Anja Wagner. Also schöne Grüße an dich, Anja Wagner. So, jetzt kann ich reden auch nicht mehr. Auf jeden Fall schöne Grüße an dich, Anja Wagner. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Video. Und das erste Artikel ist die Vandini Body Lotion. Die hat von mir 4 Sterne bekommen. Die habe ich nämlich mal geschenkt bekommen. Und zwar ist es Pfingstrosenblüte und Arganöl für trockene Haut. Wir lieben Tiere, vegan und dermatologisch bestätigt. Und warum sie von mir 4 Sterne bekommen hat, ist, man muss erstens bei der aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Zweitens kommt man auch sehr, sehr lange damit aus. Aber das Problem, was ich damit habe, wenn ich die auf die Haut auftrage, ich habe da irgendwie noch so einen öligen Film auf der Haut und das mag ich nicht so. Deswegen eher weniger was für mich. Dann kommen wir gleich zum nächsten und zwar das Eucerin Gesichtswasser. Das ist so ein kleines Gesichtswasser. Das war in so einer Box mit drin. Ich glaube, in der Pinkbox war das oder in der My Little Box. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch schon ausgetestet. Ist sehr, sehr gut für sensible Haut. Beziehungsweise da steht eigentlich Sensitive Skin und dann steht All Skin Types. Passt irgendwie so auch nicht zusammen, aber egal. Mit Hyaluron 3 in 1. Nur was mich bei dem Produkt stört, deswegen hat es auch 4 Sterne von mir bekommen, ist einfach die Öffnung. Warte, ich zeige sie euch mal genauer. Das war irgendwie klar, dass mir das jetzt alles rausfällt. Aber egal. Das ist die Öffnung hier. Da verliere ich nämlich sehr, sehr viel von dem ganzen Produkt und deswegen ist es nicht so ideal für mich. Ich glaube, mittlerweile kennt ihr mich wieder mit meiner Ungeschicklichkeit, aber ja. So, gehen wir gleich weiter und zwar zum LR Aloe Vera Skin Refining Face Scrub. Damit kommt man auch wirklich Ewigkeiten aus, hat 50% Aloe Vera mit drin und natürliche Peelingkörner. Also die sind nicht aus Plastik oder so. Ja, und da hier kommt es von mir natürlich auch 5 Sterne und das fühlt sich auch sehr, sehr gut an auf der Haut. Das nächste Produkt ist auch von LR und zwar die Milk and Honey Maske, Multiface Maske. Die war in den beiden Weihnachtskollektionen, also in den letzten beiden Jahren. Und ich fand das System eigentlich gar nicht so schlecht, weil man hatte eben 2 Kapseln. In der einen ist die Milchkonsistenz und in der anderen die Honig. Das Einzige, was mich bei der Maske so ein bisschen stört, ist einfach, dass es auf der Haut sehr, sehr klebt. Also die Haut wird dann super, super klebrig. Und eben daher ist es schwer zum Abwischen. Ja, deswegen muss ich da immer wieder mit dem Gesichtswasser nochmal drüber gehen, damit sich meine Haut wieder viel, viel besser anfühlt. Hauptsächlich klebrig ist natürlich die Honigkonsistenz, ist eh logisch. Genau. Von daher kriegt es bei mir nur 3 Sterne. So. Was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir auch wieder was von LR, und zwar das Concentrated Gel mit 90% Aloe Vera. Da kommt man auch sehr, sehr lange aus. Ich bin jetzt... Wie lange habe ich das? Ich glaube, das habe ich locker schon ein Jahr und jetzt bin ich erst leer und ich habe aber noch eins. Aber das kann man auch wirklich für alles verwenden. Also wenn man jetzt irgendwas hat, zum Beispiel, wenn die Haut irgendwo juckt oder so, oder bei mir zum Beispiel ist es jetzt, weil ich am Bauch so einen Ausschlag habe, wo ich dann zum Arzt gehen muss, da habe ich dann einfach das Concentrate, den Emergency Spray und die Propolis-Creme drauf gegeben, dann war das schon viel, viel besser. Oder auch bei Verbrennungen ist es sehr, sehr gut, weil das kühlt die Haut. Von dem her sehr praktisch und lang haltbar. Also 5 Sterne für das hier.
Dann kommen wir natürlich auch zum Emergency Spray. Das ist jetzt auch nach Ewigkeiten mal leer geworden bei mir. Ja, was soll ich dazu sagen? Es hat 83% Aloe Vera mit drin. Es hat 12 natürliche Extrakte. Man kann es für wirklich alles verwenden. Man kann es für die Haare verwenden, zum leichten Durchkämmen, als Gesichtswasser verwenden, für Verbrennungen, Verletzungen verwenden, für Ausschläge verwenden. Man kann es auch bei Halsschmerzen verwenden, weil es ja sehr, sehr viele natürliche Extrakte mit drin hat. Also wirklich ein wirklicher Allrounder. Sogar für Sonnenbrände ist er gut. Von dem her natürlich 5 Sterne von mir. Den muss ich mir wieder mal bestellen, denn davon habe ich jetzt nichts mehr zu Hause. Genau. Und das nächste Produkt ist... Wo haben wir es hier? Die Balea Tagescreme. It's a Magical Time. Die war ja in dem Adventskalender mit drin. Mit Hyaluronsäure und mit LSF 15. Also Lichtschutzfaktor 15. Genau. Was soll ich denn zu der sagen? Die hat von mir nur 4 Sterne bekommen. Einfach aus dem Grund nicht, weil sie so klein ist. Man kommt wirklich, auch wenn es so wenig ist, man kommt lange aus, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber das Problem ist halt einfach, man muss da auch echt aufpassen, wenn man jetzt zu wenig nimmt, dann reicht es nicht für das gesamte Gesicht. Wenn man zu viel nimmt, ist auch wieder nicht gut. Und es macht auch die Haut sehr, sehr glänzend. Ich weiß nicht, ob euch das in einigen meiner Videos aufgefallen ist, aber meine Haut hat sehr geglänzt und das kam einfach von der Creme, was dann natürlich auch nicht perfekt ist. Genau. Der nächste Artikel ist dann die Balea Maske. Wo habe ich denn die? Achso, genau, das war die hier. Von DM, eine Balea Maske, da hatte ich noch eine da, die habe ich dann auch aufgebraucht. Und zwar ist das mit Zink, also eine reinige Maske mit Zink. Zink kann Hautirritationen entgegenwirken, weiße mineralstoffische Tonerde absorbiert überschüssiges Hautfett und Hautschüppchen werden halt entfernt, wirksam abgestorbene Hautschüppchen und mattiert, genau. Unreinheiten wird vorgebeugt. Da habe ich 4 Sterne gegeben, weil es einfach sehr, sehr lange dauert, die wieder zu entfernen, weil man soll das mit lauwarmem Wasser dann wieder runtergeben. Und ich finde einfach, ich bin eher der Typ, der was so Peel-off-Masken trägt oder ja, einfach Masken, die was man wieder sehr, sehr schnell entfernen kann, wisst ihr, was ich meine? Bei solchen Masken tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil das dauert ein bisschen länger und ja, von dem her nur 4 Sterne von mir. Der nächste Artikel ist die Gold Eye. Also das ist so eine Gold Eye Maske von Vita Mascus. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So. Dazu habe ich geschrieben, also erstens sind es 5 Sterne, weil sie sind sehr, sehr angenehm unter den Augen. Sie halten auch, was bei vielen solchen Sheet Masks ja ein bisschen schwierig ist. Und sie sehen noch dazu sehr, sehr gut aus. Genau. Dann kommen wir zu dem nächsten Artikel und zwar von Beauty Glam, die Anti-Wrinkle Mask. Die soll halt Falten glätten quasi. Und das ist halt eine vegane und cruelty-free Maske, parabenfrei und silikonfrei. Sofort glättend, aufbäumend und feuchtigkeitsspendend. Und es ist, wie gesagt, eben eine Tuchmaske. Und Tuchmasken trage ich eher selten. Und als ich die aufgetragen habe, also raufgegeben habe, oben hat sie gut gehalten, muss ich sagen. Aber hier unten war es einfach schrecklich. Jedes Mal, wenn ich mich gebückt habe, wäre die fast runtergefallen. Von dem her hat sie von mir nur 2 Sterne bekommen. Und es hatte auch eben, dadurch, dass sie nicht gut gehalten hat, auch kein gutes Ergebnis. So, das nächste haben wir dann die Luvus Heilerde Maske. Das ist die hier. Die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist eine Clean Peel Maske. Daher dachte ich erst, dass es eigentlich eine Peel-Off-Maske ist. Aber egal.
Reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritationen vor, peelt sanft, glättet sanft, verfeinert das Hautbild, Soforteffekt und vegan. So. War eigentlich gar nicht so schlimm. Sogar eine Maske mit Peeling, also man hat gleichzeitig Peelingkörner, also Aprikosensamen mit drin quasi, das sind die Peelingkörner. Aber es dauert halt auch etwas länger, um die wieder abzuwaschen. Dann haben wir LR Figifood und LR Raspberry Jelly. Und zwar sind das zwei Body Peelings. Einmal, zweimal. Das ist einmal Raspberry Jelly. Und das ist Figifood. Die sind beide mit natürlichen Peelingkörnern. Das ist bei LR eigentlich immer so, dass die Peelings immer mit natürlichen Peelingkörnern sind. Da sind es, glaube ich, Himbeerkörner. Also die Himbeerkerne quasi. Bei Figifood weiß ich es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist Figifood mit 30% Aloe Vera, Bio Fig Extract and a Fruity and Aromatic Scent. Genau. Körper Cream Peeling. Sind beide sehr angenehm, riechen beide sehr, sehr gut. Und ja, daher beide 5 Sterne von mir. So, dann kommen wir weiter zu den Barbo-Ampullen. Sind diese hier, Beauty Rescue, die SOS-Barbo-Ampullen. Ich hatte, glaube ich, schon 3 verschiedene Sorten von den Barbo-Ampullen. Und alle 3 waren sehr, sehr gut. Habe ich nichts zum Aussetzen, 5 Sterne. Das Einzige, kann auch sein, dass ich da irgendwas falsch mache oder dass mir das nur so auffällt. Aber wenn ich das Serum verteile, es ist einfach sehr, sehr viel Serum. Also es dauert noch eine Zeit lang, bis das wieder alles eingezogen ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil eben so, so viel Serum auf der Haut ist. Also mehr, wie man eigentlich benötigt. So, genau. Aber sonst einfach top. Dann haben wir die CV Peel-Off-Maske. Wo haben wir die jetzt? Die sich hier irgendwo versteckt. So. Einmal, zweimal. War so eine Zweieranwendung von Müller ist das. Also CV ist ja Müller Eigenmarke mit Sauerdampfer und Granatapfelextrakt, strahlend reiner Teint, alle Hauttypen. Es ist so eine grüne Maske, glaube ich, gewesen. Und da haben wir natürlich das, ich liebe einfach Peel-Off-Masken, von dem her hat das auch 5 Sterne von mir bekommen. Weil Peel-Off-Masken sind einfach sehr, sehr einfach zu entfernen. Man muss nicht viel machen, nur warten, bis es aushärtet und dann kann man es gleich wieder abziehen und fertig ist die ganze Geschichte. Von dem her 5 Sterne für die Maske. Das nächste, was wir haben, ist Avon Radiant Gold. So, da haben wir sie auch. Avon Planet Spa Radiant Gold Maske. So, genau. Da kommt man auch sehr, sehr lange aus, weil es sind 50 ml. Es ist eine Peel-Off-Maske. Hat aber leider bei mir noch 4 Sterne. Aus einem Grund, ich mag die Maske. Ich finde sie nicht schlecht. Aber sie braucht ein bisschen zum Trocknen. Was bedeutet, da steht jetzt keine wirkliche Einwirkzeit quasi, wie lange man das oben lassen muss, sondern es steht halt nur, dass man, warte, vielleicht finde ich es hier noch, eine dünne Schicht auf die Haut auftragen, dabei Augenpartie und Haarsatz aussparen, Maske vorsichtig trocknen lassen und abziehen. Genau, mehr steht hier nicht drauf, es steht nicht drauf, wie lange man sie einwirken lassen muss oder keine Ahnung. Bei den meisten Masken steht ja auch drauf, man muss sie 15 Minuten drauf lassen und dann kann man sie abziehen. So, wisst ihr, was ich meine? Da steht einfach gar nichts drauf und man muss halt dann warten. Es dauert meistens schon 15, 20, 30 Minuten, ja 30 Minuten glaube ich eher weniger, aber es dauert seine Zeit, bis man die dann abziehen kann, weil man muss ja warten, bis das komplette Gesicht getrocknet ist. So. Von dem her nur 4 Sterne. So, und dann kommen wir schon zu der Vorderseite. Wie ihr seht, es sind echt sehr viele Produkte.
Dann haben wir Beauty Kiss and Beauty Kiss Milk and Honey. So. Das hier ist der Cream Shower von Beauty Kiss Milk and Honey. Sie riecht sehr, sehr gut und ist auch noch super günstig und fühlt sich sehr gut an. Nächste ist Nivea Micellenwasser. Übrigens, das Beauty Kiss hat 5 Sterne bekommen. Nivea Micellenwasser, das war in dem Adventskalender mit drin. Und zwar ist es ein 3-in-1 100ml trockene und sensible Haut. Reinigt und entfernt Make-up. Für Make-up habe ich es jetzt noch nicht verwendet, aber ich habe es hauptsächlich als Gesichtswasser quasi verwendet. Genau, und dafür war es sehr, sehr praktisch. Mir hat es auch sehr gut gefallen, deswegen hat es auch 5 Sterne bekommen und ich finde die Öffnung auch einfach perfekt, weil man drückt da einfach drauf und dann bekommt man erst das hinaus. Nicht so wie bei dem Euroziehen, wo man dann einfach nur umdreht und die ganze Flasche könnte eigentlich leer gehen. Von dem her 5 Sterne. Dann haben wir als nächstes Balea Trockenshampoo. Das ist dieses hier. Balea Trockenshampoo Fruity Dreams mit fruchtigem Duft, langanhaltende Frische für alle Haartypen. Das war eines der ersten Trockenshampoos, die was ich hier verwendet habe. Und ich finde es auch mega, mega gut. Es riecht gut. Und es ist sehr, sehr gut zum Auftragen und sehr leicht zum Auftragen. Und ja, die Haare werden auch jetzt nicht so, dass sie jetzt so weiß werden oder so irgendwie. Am Anfang ja, aber man frottiert das dann und dann sehen die Haare einfach perfekt aus. Wie wenn man sie gerade gewaschen hätte und sie riechen auch gut. Von dem her 5 Sterne. Und so ein Trockenshampoo ist jetzt immer mein Lebensretter, wenn ich mal nicht zum Duschen komme oder wie auch immer, oder meine Haare so schnell fertig werden, dann nehme ich dieses Trockenshampoo her. Dann kommen wir zu den Beauty Kiss Zahnseide-Sticks. Das sind die hier. Die sind unten gewachsen mit Minzaroma 2 in 1. 5 Stück sind da drin. 32, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr praktisch, weil man hat eben halt Zahnseide und Zahnstocher gleichzeitig und man hat noch so etwas, wo man die Zahnseide-Sticks für unterwegs mitnehmen kann. Sehr praktisch und glaube ich, kosten auch gar nicht so viel. Dann kommen wir zur Neutrogena Augenmaske. Und zwar Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel Tuch Augenmaske. Für 24 Stunden Feuchtigkeit und eine erfrischte, wache Augenpartie in nur 15 Minuten. So sehen die aus. Die sind eben auch mega angenehm, mega gut zum Auftragen, halten auch sehr, sehr gut. Also sie verrutschen auch nicht. Ja, einfach. Super, deswegen 5 Sterne. So, was haben wir als nächstes? Balea Haarmaske Turban. Und zwar ist es das hier mit Papaya-Extrakt und Keratin, selbstwärmende Turbanmaske, strapaziertes und trockenes Haar. Das war eine Limited Edition von Balea. Und die Produkte von Balea mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Nur bei der Tuchmaske muss ich jetzt leider 4 Sterne geben. Die habe ich in 2 Variationen gehabt, also in der und in noch einer. Sie pflegt zwar die Haare, wirklich super. Tolle Idee mit dem Turban auch, damit man es auch besser raufgeben kann. Nur tue ich mir ein bisschen schwer, damit die Haare in die Turbanmaske reinzubekommen. Ist ein bisschen schwer und wenn man das nicht richtig macht, oder irgendwie die Flüssigkeit auf den Kleberteil raufkommt, also wo man das umklebt, dann ist es sehr, sehr problematisch, weil dann hält es nicht mehr. Deshalb habe ich bei dieser Maske zum Beispiel, ich habe mir das raufgegeben, habe das zugebunden und zugeklebt und habe mir dann noch meinen eigenen Trockenhaarturban quasi rübergegeben, damit das auch hält. Von dem her leider nur 4 Sterne.
Und dann kommen wir auch schon mit der Mascus Lip Mask. Das ist die hier. Sieht sehr schön aus. Die Lippenmaske selber sieht auch sehr schön aus. Also Plump and Repair steht hier noch drauf. Nur ist da das gleiche wie bei den anderen Tuchmasken. Die Lippenmaske verrutscht ständig. Und ich weiß einfach nicht, entweder mache ich was falsch oder es ist liegt einfach an den ganzen Lippenmasken oder Tuchmasken. Aber sie halten irgendwie nicht. Sehr schade, deswegen leider nur 2 Sterne. Und wir kommen schon langsam auch dem Ende nahe. Und zwar haben wir jetzt Mood Maske Hair Mask. Das ist die hier. Das ist mega praktisch. Die hat nämlich 3-in-1 Formula. Also eine Haarmaske, ein Shampoo und Scalp Treatment steht hier noch drauf. Die fühlt sich sehr, sehr gut an. Man hat keine lange Einwirkzeit. Und das, was leider sehr, sehr schade ist, warum es nur 4 Sterne bei mir hat, die hält bei mir irgendwie nur für 2 Anwendungen. Und dann ist es schon wieder vorbei. Das sind aber 75 Milliliter. Genau. Und zwar wegen der Einwirkzeit. Man hat nämlich nur 1 Minute, was man die einwirken muss, die Haarmaske. Und dann kann man es schon wieder auswaschen. Und hier mir eigentlich sehr, sehr praktisch, aber wie gesagt, hält nur für 2 Anwendungen und deswegen nicht ganz so toll. So, dann kommen wir Winter Harmony Body Lotion. Das war in einem Geschenkset dabei, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar sieht die so aus. Da sind 100 Milliliter mit drin. Das habe ich mir dazu aufgeschrieben. Genau, es riecht gut, es zieht aber nicht schnell ein und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Weil es wirklich sehr, sehr schwer einzieht. Ja. Daher habe ich dem nur 3 Sterne gegeben, genau. Und dann kommen wir zu 2 Shampoos und zwar von Clemetal. 2-in-1 Shampoo und Balsam. Einmal haben wir es mit Pfirsichöl für normales Haar und einmal mit Jojoba für trockenes und strapaziertes Haar. Sind beide sehr, sehr gut. Haben auch beide 5 Sterne von mir bekommen, weil sie riechen gut und das Haar ist danach wirklich sehr schön gepflegt, weil es 2-in-1 Shampoo und Balsam ist für Pflege und Kämmerigkeit eben. Und daher einfach top. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt und dann kann ich die Box wieder neu befüllen anfangen. Und zwar haben wir als letztes Essence Nail Art Express Dry Drops. So. Genau. Und da habe ich mir aufgeschrieben, erstens hat es 5 Sterne bekommen und der Nagellack wird einfach schneller trocken dadurch. Ich hatte zwar früher so ein Trockenspray quasi, also es war so ein kleiner Spray, den hat man genommen und auf die Nägel drauf gesprüht und dann war das eigentlich sofort schon trocken, aber den gab es irgendwie nicht mehr, also habe ich dann die Nail Art Drops, also Nail Drops ausprobiert und die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es trocknet auch relativ viel schneller, aber halt nicht so, wie wenn man einfach drüber sprüht, wisst ihr, was ich meine? Aber sie werden halt auch sehr, sehr schnell trocken. Deswegen muss ich mir den demnächst dann wirklich wieder mal besorgen. Aber erst muss ich noch meinen ganzen Vorrat und alles aufbrauchen und dann gibt es eine große DM-Shopping-Tour, würde ich mal sagen. Genau. Aber noch habe ich noch sehr, sehr viel, was ich verbrauchen muss. Das war jetzt das letzte Produkt. Wie gesagt, 5 Sterne für dieses Produkt, weil es wirklich Hammer ist. Ich finde es halt nur schade, dass es den Express Dry Spray nicht mehr gibt. Ja, aber Essence tut halt auch immer irgendwas raus, dann wieder was rein, was Neues. Ja, ging halt wohl doch nicht so gut, der Spray damals, aber egal. Das waren jetzt alle Produkte, die was ich bis jetzt aufgebraucht habe. Es ist wirklich sehr, sehr viel zusammengekommen seit dem letzten Video.
Jetzt werde ich wieder mal ein paar Sachen aufbrauchen und zusammensammeln. Und wenn ich dann wieder welche zusammengesammelt habe, gibt es erneut so ein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich aber einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Produkte gefallen hat, ob ihr eins dieser Produkte schon mal ausprobiert habt oder wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Tipp, jedes Feedback. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!